Ich bin Ende Januar berufen worden, der Friedensbeauftragte des Rates der EKD zu sein. Die Aufgabe des Friedensbeauftragten ist es, die verschiedenen Gruppen und Akteure der Friedensarbeit jährlich zu einer Friedenskonferenz zusammenzurufen und die Arbeit an friedensethischen Themen voranzubringen. In der Stimmenvielfalt, wie wir sie im protestantischen Raum haben, also etwa zwischen Militärseelsorge, Brot für die Welt und ohne Rüstung leben, friedensethische Themen gemeinsam zu bearbeiten. Grundlage der Arbeit sind die Denkschrift der EKD von 2007, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen, die ich Ihnen auch allen sehr empfehle, in diesen Tagen auch mal anzuschauen. Sie bietet mehr, als oft gesagt wird. Und die Beschlüsse der EKD-Friedenssynode von 2019 in Dresden. Am 24. Februar 2022 startete der militärische Angriff russischer Streitkräfte auf die Ukraine. Wir sind uns einig, dass dies ein eklatanter Bruch des Völkerrechts ist, der weitreichende Folgen hat und dass die Ukraine selbstverständlich ein Recht hat, sich zu verteidigen. Tausende Opfer sind bisher zu beklagen und es werden täglich mehr. Die Zahl der getöteten Zivilisten, unter ihnen zahlreiche Kinder, die zerstörten Wohnhäuser machen deutlich, Russland beschießt nicht nur militärische Einrichtungen. Die offene Drohung mit dem Einsatz nuklearer Waffen stellt eine Eskalation dar, die alle vertraglichen Vereinbarungen der letzten Jahrzehnte in Frage stellt. Völkerrechtsverbrechen werden untersucht und lassen uns nur das Elend und das Leid ahnen, was dort geschieht. Der Krieg bedroht und zerstört nicht nur die Ukraine, sondern das Leben vieler Menschen in anderen Erdteilen. Es wird voraussichtlich zu großen Ernteausfällen kommen. Die Preise gehen schon nach oben. Der Hunger, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, wird einen brutalen Zoll fordern. In der Nachfolge Jesu stehen wir auf der Seite der Opfer. Was wir sehen, erschüttert uns. Die fürchterlichen Bilder des Krieges gehen uns unter die Haut. Zivilisten, die gewaltsam sterben und erschossen werden, Frauen, denen Fürchterliches angetan wird, verzweifelte Menschen in den Kellern, die hoffen, die Bombardierung zu überleben, junge Männer, die zum Kriegsdienst gezwungen werden und zu Tausenden gefallen sind. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Viele sind inzwischen auch bei uns angekommen und so sehen wir direkt in die Augen der Frauen und Kinder, die sich um ihre Väter und Männer sorgen und voller Angst sind. Was können wir als evangelische Kirche, was können wir als evangelische Kirche auch in Mitteldeutschland in dieser Situation tun? Was ist unser Auftrag? Als erstes können wir Menschen helfen und in Not beistehen. Und ich möchte Ihnen hier ausdrücklich danken und allen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind, die die Flüchtlinge aufgenommen haben, mit Spenden, Unterstützungsangeboten, humanitärer Hilfe Menschen unterstützen, die diesem Krieg entkommen sind. Viele von ihnen haben schon von den ersten Tagen an zusammen mit engagierten Menschen in der Gesellschaft Großartiges geleistet und damit Nächstenliebe gezeigt und praktiziert. Dafür ein großes Dankeschön. Und fast überall, wo ich jetzt hinkomme als Landesbischof, tauchen Menschen auf, die aus diesem Kontext kommen. Letztens zum Beispiel, wo wir waren, in der 10 Jahre Taufkirche, sang am Ende eine junge Frau ein ukrainisches Lied am Mikrofon, einfach so in die Besprechung rein. Wir haben alle nicht verstanden, was es bedeutete, aber sie sind einfach da und wir spüren, dass es gut ist. Ihnen allen ein großes Dankeschön dafür. Das Zweite, was wir tun können, was ich für zentral halte, ist, dass wir beten können. Und ich danke Ihnen allen, die die Friedensgebete wieder aufgenommen oder weitergeführt haben, dass in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag gebetet wird für das Ende des Krieges, dass wir für die Opfer beten, für unsere Ohnmacht und Wut uns an Gott wenden, dass wir aber auch für die Regierenden beten, dass sie das Richtige tun, was dem Frieden dient, und dass die Regierenden, die diesen Krieg angefangen haben, zurückfinden in Vernunft und auf den Weg des Friedens. Zum Dritten halten wir Kontakt zu unseren ökumenischen Partnern in Polen und in der Slowakei, wie wir sie heute im Gottesdienst gehört haben. Sie zu unterstützen in ihrer Flüchtlingsarbeit direkt an der Grenze zur Ukraine, ist ein wichtiges Zeichen unserer Verbundenheit. Die ökumenischen Gespräche haben auch ihre Krise aufgrund des Verhaltens der orthodoxen Kirche, insbesondere des Patriarchen Kyrill. Es werden jetzt Stimmen laut, die russischen Partner nicht einzuladen zur Weltversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe. Sollen wir alle Gespräche abbrechen oder braucht es nicht Gespräche? Das sind Fragen, die wir in diesen Tagen diskutieren. Zum Vierten beteiligen wir uns an der gesellschaftlichen Diskussion über das, was ist, wie wir die Lage deuten und was zu tun ist. Gleichzeitig fragen wir, was jetzt der Auftrag der Kirche ist, was zu sagen und zu tun ist.
Hier sind wir wie Thomas, von dem wir in der Predigt gehört haben, von Zweifeln und Zerrissenheiten hin und her gerissen und hören doch den Gruß, Frieden sei mit dir und seinen Auftrag zu Frieden und Versöhnung zu rufen. Wie geht das mitten im Krieg? Wie geht das angesichts der Opfer? Von Anfang an kamen Stimmen auf in der evangelischen Kirche, die sagten, dass dieser Krieg unsere bisherige Friedensethik vollkommen in Frage stellt. Vom Scherbenhaufen war die Rede und es gab Stimmen, die dieser Analyse widersprochen haben, so auch ich. Unstrittig ist, dass die Friedensethik immer an den neuen Situationen geprüft und weiterentwickelt werden muss und dass dieser Krieg uns hier sehr stark herausfordert. Und das betrifft auch uns hier als Landessynode. Wir haben vor einem Jahr beschlossen, auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens weiterzugehen und uns auf den Weg zu machen hin zu einer Kirche des gerechten Friedens. Sind unsere Antworten und Fragen von gestern überholt? Oder werden die Herausforderungen durch Jesu Gewaltfreiheit nicht gerade jetzt in ihrer Klarheit deutlich? Muss sich unser Friedenszeugnis nicht gerade in Kriegszeiten bewähren? Reden wir wieder vom gerechten Krieg? Oder halten wir am Leitbild des gerechten Friedens fest? Was dient dem Frieden in dieser Situation? Wie kann Friede werden? Hier erleben wir alle eine sehr intensive Debatte, die gerade in der öffentlichen Wahrnehmung sich sehr schnell auf die Frage der Waffenlieferung durch Deutschland verengt hat. Ja oder nein, das wird erbittert und hitzig diskutiert. Und wir sehen, dass es am Anfang keine Waffenlieferungen, dann Verteidigungswaffen und jetzt schwere Waffen sind. Ich habe dafür geworben, dass wir in der Debatte innerhalb der EKD, wo wir im Rat der EKD darüber diskutiert haben, die Debatte in Stimmenvielfalt führen und uns nicht auf eine Position innerhalb der EKD einigen, weil dies auch der Meinungsvielfalt und der Lage in unserer protestantischen Kirche entspricht. Als Friedensbeauftragter bin ich dann zu vielen Interviews gefragt worden, haben mich zu Kriegsdienstverweigerung der Ukraine, zur Frage der Atomwaffen, die letztlich den Rechtsbruch ermöglichen, zu Fragen der Aufrüstung, der Veränderung der Sicherheitspolitik geäußert, habe an öffentlichen Streitgesprächen teilgenommen. Ich habe gemerkt, dass ein Ehrenamt manchmal wirklich sehr viel Zeit kostet und sehr anstrengend ist. Gleichzeitig habe ich mich auch zu den Waffenlieferungen geäußert und deutlich gemacht, dass ich an der Position der Regierung vor 8 Wochen festhalte. Diese Position ist inzwischen scheinbar schon radikal pazifistisch. Ich denke, und das habe ich auch mal deutlich gemacht, dass es wichtig ist, in der Bandbreite die Fragen zu diskutieren und von den Ambivalenzen zu sprechen und nicht allein den Fokus auf die militärischen Fragen zu richten. Zum Beispiel die Frage des gewaltfreien Widerstands, der mit militärischem Widerstand in der Ukraine ja zusammenwirkt und auch großartige Bilder für uns auch gebracht hat, nicht nur die militärischen Bilder, die uns erreichen. So klar wie es ist, dass diejenigen, die für Waffen sind, sich schuldig machen, weil mit den Waffen getötet wird, so klar ist auch, dass die, die gegen Waffen sind, sich schuldig machen, weil sie Hilfeleistungen in der Nothilfe versagen. Beides ist schwierig und Sünde. Sollen wir deswegen davon schweigen und gar nichts mehr sagen, wenn wir gefragt werden? Im Krieg kommen wir nicht als gerecht und schuldlos heraus, denn der Krieg ist ungerecht und ein Verbrechen. Er verschlingt Menschen und zerstört die Lebensgrundlage. Seine Folgen sind weltweiter Hunger, Hass und Gewalt über Generationen. Wie können wir nüchtern bleiben, wenn die Kriegslogik und die Dynamik der Kriegsrhetorik uns erreicht? Die einen sagen, die Gewaltfreiheit Jesu Christi und sein Aufruf zur Feindesliebe verpflichten uns als Christen gegen jedwede Gewalt und jedwede Waffenlieferung zu sein. Die anderen sagen, dass die Nächstenliebe und der Schutz der Opfer vor weiterer Gewalt gerade hier die Nothilfe und die Waffenlieferung nötig machen. Dritte sagen, dass die Fokussierung allein auf die Waffen ein Fehler ist und man nicht der Kriegslogik folgen soll. Wieder andere empfehlen, der Ukraine sich zu ergeben und keinen gewaltsamen Widerstand zu leisten, denn das würde alles nur Menschenleben kosten, sondern allein auf gewaltlosen Widerstand zu setzen. Viele verschiedene Stimmen bei uns in der evangelischen Kirche. Mir scheint wichtig zu sein, dass wir in dem Diskurs darüber an der Position der gewaltfreien Freiheit festhalten, dass wir uns nicht wechselseitig verdächtigen und verurteilen, beschimpfen und
wechselseitig verdammen, sondern einen friedvollen Dialog statt kriegsrhetorischer Verdammung führen. Wir alle wissen nicht, was das Richtige ist. Weder ich noch jemand anderes, keiner kann das für diese Situation sagen. Wir werden es im Nachhinein sehen, ob es richtig oder falsch war, was wir getan haben. Und es sind auch zu einfach, Schuldfragen einfach nur einer Partei zuzuordnen. Es ist komplexer in vielen Fragen. Und wir haben ein großes Nachdenken, was jetzt ansteht, zu vielen Fragen. Wie verhält es sich mit der ganzen Frage rechtserhaltender Gewalt, wenn das Rechtssystem nicht funktioniert? Wie ist es mit der internationalen Rechtsordnung? Soll man die jetzt aufgeben und allein auf nationalstaatliche Sicherheit setzen? Lauter Fragen, die wir diskutieren werden, die wir friedensethisch diskutieren müssen, die aber keine Aufgeregtheit und wechselseitigen Verdächtigungen, sondern Ruhe, Vernunft und Nüchternheit brauchen. Ich plädiere sehr für die Nüchternheit und staune manchmal, dass meine Positionen mit denen von Generalmajoren AD übereinstimmen, die auch warnen davor, nicht zu schnell Kriegsziele wie die Besiegung Russlands auszugeben oder die Tötung Putins, sondern sie sagen, wir wissen nicht, was geschieht. Die Frage ist, an welchem Punkt kann Frieden werden? Wo kann er geschehen? Wir können dafür vermutlich wenig tun. Das wird Aufgabe der Ukraine und Russlands sein, aber wie können wir dafür hilfreich sein? Bei uns will keiner, dass Deutschland in den Krieg zieht, aber die Diskussionen sind manchmal so und die Schritte könnten verhängnisvoll sein. Deswegen lasst uns zum Frieden mahnen, für den Frieden bitten und beten. Und ich bitte euch, liebe Geschwister, auch die Diskussionen, die in der Gesellschaft da sind, die Fragen, wie gerechter Frieden und wie wir eine Kirche des gerechten Friedens sein können, in euren Gemeinden, in euren Orten, in den Kirchenkreisen aufzunehmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Frieden sei mit euch.